Willkommen auf meinem Airsoft-Sofa und heute wieder mit einem weiteren Review, und zwar von der neuen Well MB01, aber neu ist die nicht. Von der neuen alten Well MB01 von Bugatti, und zwar hier mit Besonderheit das Mancraft-System, das von vornherein verbaut ist. Und ob dieses System was taugt im Vergleich zu Federdruck, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Wir haben nichts an! FV! Danke! Bitte! Legen wir auch gleich los und starten wie immer mit dem Lieferumfang. Nicht wundern, wenn ihr das Ding kriegt. Ich war total erschrocken. Also im Karton ist es erstmal ein riesengroßer Karton. Aber die Well MB01 oder auch die Well MB03, was auch immer noch gibt mit der Mancraft Edition, ist nur noch im zerngebauten Zustand. Das heißt, der alte Karton, wo die Waffe ja ursprünglich im zerlegten Zustand zu euch kommt, ist ein bisschen deformiert, also lasst euch da jetzt nicht irgendwie erschrecken, wenn die Waffe zu euch kommt. Bugatti macht es schon so, dass es heil zu euch kommt. Gut, was haben wir alles dabei? Klar, Bedienungsanleitung und ein Messprotokoll. Bedienungsanleitung leider nur von der Federdruckversion, nicht für die Mancraft-Version. Hop-up einstellen, Magazin einsetzen etc. bleibt aber eh alles gleich. Dann haben wir natürlich ein Reinigungsstäbchen, einen schönen Mancraft-Patch, einen Sling. Den aber bitte nicht benutzen, weil der ist schnell kaputtbar, sag ich jetzt mal. Zudem habe ich hier noch diese Deluxe-Version. Die Deluxe-Version heißt, ich habe Scope und Zweibein gleich mit im Lieferumfang integriert. Gibt es aber auch noch ein bisschen günstiger ohne Scope und Zweibein. Bei mir war es jetzt im Lieferumfang integriert. Haben wir hier das Scope. Das ist ein normales 3 bis 9-fach mal 42, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und natürlich das Zweibein, das natürlich in der Länge und ausklappbar verstellen lässt. Die HPA-Flasche, was ihr jetzt hier seht, ist im Lieferumfang nicht integriert. Die habe ich separat dazu erworben. Genauso wie den Mancraft-Regulator, den man separat dazu erwerben kann. Gut, kommen wir nun zu den technischen Daten. Der Hersteller des Gewehrs ist Well. Das Modell ist das MB01 in der Mancraft Edition. Das System ist HPA, das Kaliber 6 mm, die Materialien sind Kunststoff und Metall. Das Hop-Up ist natürlich einstellbar. Das Magazin ist komplett aus Metall gefertigt und fasst 23 Schuss. Die Energien sind sehr unterschiedlich, je nach Einstellung zwischen 1 Joule und 5 Joule. Das haben wir natürlich für euch nachgeprüft im Schuss und im Chronotest später noch. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei 1140 mm und das Gewicht bei 3950 Gramm. Der Preis für das gute Stück liegt bei 324,90 Euro. Kommen wir nun zur Verarbeitung von der Waffe. Die Waffe ist ja bekanntlich schon als Federdruck erhältlich und dementsprechend auch im Preiseinstiegssegment. Das sieht man hier auch wieder, also wir haben Gussnähte sind vorhanden und kleinere Lackplatzer bereits schon an den Metallteilen. Diese sind aber wieder, ich finde, jetzt nicht störend. Die Zubehörteile wie das Zweibein und das Scope sind gut verarbeitet und für das Airsoft vollkommen ausreichend. Die Sicherung der Waffe ist wie bei der Federdruck genauso. Die Sicherung befindet sich hier hinter dem Durchladehebel. Ist der rote Punkt zu sehen, somit ist die Waffe feuerbereit und kann abgeschlagen werden. Schiebt man den Hebel zurück und man sieht den weißen Punkt, so ist die Waffe gesichert und ich kann nicht abdrücken. Das Magazin sitzt vorne im Schaft. Dieses ist, wie schon erwähnt, aus Metall gefertigt und sitzt sehr wackelfrei im Schaft. Allerdings bei unserer Version ist das Problem, dass das Magazin
bei jedem vierten, fünften Schuss aus der Waffe rausflutscht. Durch ein bisschen Bearbeitungen am Schaft ist dieses gefixt worden und hält nun einwandfrei. Das Hop-Up lässt sich genauso einstellen wie bei der Federdruck auch, durch eine kleine Martenschraube oberhalb des Magazinschachtes kann dieser eingestellt werden, dreht man im Uhrzeigersinn, so erhöht sich das Hop-Up, dreht man gegen den Uhrzeigersinn, so vermindert sich das Hop-Up. Die Markings der Waffe sind auf dem Upper Receiver eingelasert, somit kann man gut erkennen, Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck, dahinter noch die Modellbezeichnung MB01 und die spezielle neue Typenbezeichnung HPA. So, dann schauen wir uns mal die Well MB01 mal im Detail an, ein bisschen genauer. Also als allererstes tun wir natürlich die Zubehörteile abmontieren, wie zum Beispiel das Zielfernrohr. Können wir uns auf Seite legen, dann entfernen wir uns noch das Zweibein. Auch auf Seite. So, dann brauchen wir die Kreuz 6-Kant-Schlüssel, die im Lieferumfang integriert sind. Das Zerlegen bei der Well MB01 stellt sich hier ein bisschen komplizierter, als es die alte, also die Standardversion, die Federdruckversion schon ist. Also wie gesagt, bei der Standardversion hat man, wie gesagt, nur zwei Schrauben, die den Upper und den Lower Receiver miteinander halten. Hier jedoch ist aufgrund dieses HPA-Systems, muss man hier anders vorgehen. Und zwar muss man hier die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges entfernen, die im Body befestigt sind. Hier, 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 hier. Und an den hinteren Seiten ebenfalls muss man auch abziehen. Die Wangenauflage als auch die Schulterstütze muss abgeschraubt werden. Dann kann man es mit Hilfe von einem Schlitzschraubenzieher oder vorsichtig mit Kraft ein bisschen, hier seht ihr schon, aufziehen, aufdrücken und man kann die komplette Einheit hier rausziehen, inklusive diesem HPA-Schlauch. Wie gesagt, im Body gibt es nichts weiter dazu zu sagen, das ist der Standard-Body. Bloß, halt wie gesagt, mit einer neuen Öffnungsart, den tun wir uns auch mal zur Seite legen. Was natürlich bei uns ein Hauptaugenmerk liegt, liegt auf der Technik von dem ganzen Gerät und die haben wir hier. Also die Technik hier ist hier unten eingefasst. Das ist auch, ich weiß nicht, ob es bei der Federdruck so ist, kann ich nicht sagen, ich habe keine da. Die muss ja ebenfalls aufgeschraubt werden. Ob das ein spezieller Haltekäfig ist, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Genau, raushebeln, wird er den Schlauch rein. Das ist so eine Art Haltekäfig hier. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Abzugsgruppe. Die ist Standard, wie bei der normalen auch. Hier schrauben wir uns ebenfalls runter. So, gehen wir weiter ins Innere. Ich habe jetzt schon die Triggerbox abgemacht, beziehungsweise den Metallkäfig auch. Dann den Außenlauf abziehen, muss man hier diese Martenschraube lösen und ich kann den nach vorne abziehen. Das habe ich jetzt schon mal gelockert. Und beim Zylinder, den Zylinderhead muss man abziehen. Hier ebenfalls, Achtung, da ist auch eine Feder mit verbaut und die springt einem schon entgegen. Wir haben jetzt hier, wie schon wie ich so schön ansehe, schaut, schon den orangenen Minecraft-Zylinder. Im Inneren haben wir hier noch eine Feder.
Und ja, gucken wir mal ins Innere des neuen Zylinders, beziehungsweise neuen alten Zylinders. Wir haben hier im Inneren die Federführungsstange, beziehungsweise die Zylinderstange, die das Ventil öffnet oder schließt, die dann zum Ausfluss des Gases, beziehungsweise HPAs, dazu führt. Und zwar trifft dieser in dieses Loch im Zylinder. Dieser drückt im Inneren einen Verschluss nach vorne, die dann das Ventil öffnet oder schließt. Die Feder ist hier auf dem Gestänge drauf. Kann man jetzt nochmal gut sehen. Dieser drückt dann den Zylinder nach vorne und verschließt das Ganze. Gut, schauen wir mal ein bisschen ins Minecraft-System noch rein, beziehungsweise Wartung. Wir haben die Möglichkeit, hier das abzuschrauben. Hier sieht man schon ein O-Ring drin, den immer gut pflegen, beziehungsweise Ersatz gibt es bei Bugatti. Es geht ein langes Gewinn. So. Hier im Inneren sieht man auch schon gleich die Druckkammer, die eigentliche Druckkammer. Durch Drücken des Abzugs wird dieser dann geöffnet und der Schuss löst sich. Schrauben wir es wieder zu. So. Allerdings vorsichtig zum Beispiel auch beim Zylinderhead, beim Raustun aus dem Zylinder zum Beispiel. Dieser ist nur aufgesteckt. Das seht ihr jetzt hier. Hier ebenfalls ein O-Ring. Immer gut pflegen. Und wie schon erwähnt, Ersatz gibt es bei Bugatti. Und wie gesagt, der sitzt hier so drin. Mit der normalen Standard-Abzugseinheit, die hier unten drin sitzt. Und halt, falsch rum. So. Genau. Und wir somit den Schuss lösen können. Die Abzugseinheit ist eine aus Kunststoff. Braucht es auch nicht mehr, weil nicht viel Druck aufgebaut wird auf die Abzugseinheit. Und ja, das kann man auf jeden Fall so lassen. Das ist überhaupt kein Ding. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass so Tuning-Trigger-Units jetzt auch nicht unbedingt kompatibel sind mit dem System. Muss man, denke ich, ein wenig bearbeiten. Wenn da jemand was genauer weiß, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare rein. Ja, das System ist einfach aufgebaut. Tuning-Teile braucht es nicht. Wir haben von Haus aus gute Teile verbaut. Ersatzteile gibt es auch bei Bugatti oder bei Minecraft selber, falls mal was kaputt gehen sollte. Aber das ist so verschleißfrei eigentlich. Ich glaube nicht, dass da in geraumer Zukunft was passieren sollte. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich das Teil wieder zusammenkriege und ob ich es zusammenkriege oder nicht, das seht ihr gleich, ob es einen Schuss oder einen Chronotest gibt. Und ja. Wir haben es natürlich auch wieder für euch Probe bzw. Test gespielt. Wir haben es auf einem Spieltag dabei gehabt, mehr dazu beim Fazit. Und testgeschossen haben wir das Ganze mit 0,30 Gramm Bio-BBs von Lonex. Und das allerdings Indoor. Dort haben wir auch den Präzisionstest und den Chronotest, wie gesagt, gemacht. Und dazu muss man allerdings sagen, dass wir von dem Druck, was wir gemacht haben, einmal in 10 Bar und einmal in 15 Bar geschossen haben, jeweils mit 0,30 Gramm Bio-BBs. Über 15 Bar, muss ich dazu gleich sagen, würde ich an eurer Stelle nicht gehen, weil es uns bei ca. 16, 17 Bar hat es uns die Dichtung rausgeknallt und dann ging es nur psch, dann ist der ganze Druck von der Flasche rausgegangen. Ich dachte schon, wunder, was jetzt los ist und Zeug. Durch Reindrehen des Käppchens dann wird das wieder reguliert, aber ich würde es euch trotzdem nicht empfehlen. Genau, aber trotzdem, was dabei rauskommen wird, ist die Ergebnisse, das zeige ich euch jetzt.
kommen wir noch schnell zum Fazit von dem guten Stück. Das Minecraft-System ist natürlich alltäglich, also allzweck einsetzbar. Es kann kalt sein, es kann heiß sein, ist scheißegal. Ihr habt immer die gleiche konstanten Energien wie im Chrono-Test gezeigt. Was uns sehr überrascht ist, dass das System an für sich sehr gut funktioniert. Bis auf ein kleines Manko, was wir jetzt halt, mitgekriegt haben, und zwar betrifft hier das Magazin. Das kann jetzt aber auch nur bei dem Modell sein, was ich bekommen habe. Wir müssen es mal mit noch einem anderen Magazin, wir haben noch eine Well MB01, allerdings in der Federdruckversion im Team. Wir müssen mal gucken, ob das noch irgendwie anders ist, ob das besser hält oder sowas. Jedenfalls ist es bei uns immer vorgefallen, dass das Magazin nach jedem vierten, fünften Schuss automatisch rausflutscht und dann schräg im Magazinschacht drin hängt. Soll nicht Sinn und Zweck sein, man kann es einfach wieder neid drücken, aber trotzdem ist ärgerlich und muss nicht sein. Was man dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass die Waffe grundsolide ist. Für den Preis von 300 irgendwas haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gewehr, was konstante Energien abliefert und durch ein bisschen Tuning vielleicht von Reichweiten und Präzision noch mehr rauszuholen ist. Das Zweibein und das Scope würde ich auf jeden Fall behalten, würde ich auf jeden Fall so lassen. Es reicht vollkommen aus für die Airsoft-Szene. Ich finde es immer sehr übertrieben, wenn da irgendwelcher jemand draufklatscht wie 6x24 Vergrößerung mal 52. Egal. Und ja, wie gesagt, ich kann es euch ans Herz legen, wer auf Repetierflinten steht, ohne groß Kraftaufwand zu haben, der kann da hier beruhigt zugreifen. Und das war's von mir. Ich verabschiede mich. Euer Hobby FV. Macht's gut.